liebe Leute, willkommen zurück zu einem neuen Part Mega Man X. Heute geht's mit Boomer Kubanga erstmal weiter. Ich glaube, er hieß so. Boomer Kubanga, genau. Oh, nice, der hatte ein richtig cooles Battle-Theme. Das liebe ich. Wir müssen quasi eine Art Leuchtturm hier hochklettern. Oh, das war schlecht. Komm. Hallo? Irgendwie stelle ich mich gerade dumm an. So, geht doch. So, der ist wesentlich einfacher. Steuert er das nicht? Ah ne, Moment, den kann ich... Den treffe ich von hier... Oh, zum Glück ist der hier unten noch nicht respawned, ey. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Okay. Wartet mal. Ich versuch mal was. Mal gucken, ob das klappt. Das wird nicht klappen. Schaffe ich das? Ach, scheiße. Ohne getroffen zu werden, meinte ich. So, dass ich den Sprung schaffe, ist überhaupt kein Problem, aber ohne getroffen zu werden halt. So. Ah. Hau du mal ab. Okay. Lol. Ja, wenn wir... da sieht man schon, wenn ich da reinschlittere, schießen die auf mich. Aber bin ich relativ gut durchgekommen. Ja, das brauche ich nicht. Gib mir noch normale Energie. Dann kann ich auch meinen E-Tank hoch voll machen. Ja, genau das. Bloß in eine Nummer größer, wenn ich bitten darf. Ah, okay. Mit den Kleinen, wenn ich da jedes Mal welche bekomme, kann ich auch leben. So, jetzt muss ich aufpassen. Spikes sind gefährlich. Aber das sind, glaube ich, keine Instant-Kill-Spikes. Die an der Seite auf jeden Fall nicht. Die hier unter sind, glaube ich... Ich will keinen Blödsinn erzählen. Schon ein bisschen länger her, dass ich das Spiel gespielt habe. Ich will es auf jeden Fall nicht riskieren. So ein Instant-Death wäre gar nicht schön. Vor allem, weil ich nicht weiß, wie der Kontrollpunkt hier gerade ist. Okay, da kann man zum Glück nicht runterfallen. So, dann sind wir schon draußen, will man sagen. So, hier kommen nämlich so Plattformen immer raus. Die kann man nutzen, um hochzuklettern. Aber man muss auch aufpassen, weil da ist immer ein Geschoss mit in der Nähe. Oh, warum klettert er da nicht hoch? Ich bin das von Mega Man 11 ein bisschen gewöhnt, dass er das kann, aber hier kannte das, glaube ich, noch nicht so, ne? Dass man auf mehreren Tasten gleichzeitig drückt. So. Hier oben kommt auch gleich ein Herzcontainer, den wir... Also theoretisch kann man den holen, aber ich kann den nicht holen. Da bin ich zu doof zu. Es gibt da halt so einen Trick. Speedrunner nutzen den, halt um Zeit zu sparen, weil eigentlich ist es... sieht das Level vor, dass man hier nochmal reingeht. Hallo? Kommt er nicht rausgeschossen? Dann halt nicht. Ihr seht schon, an das Herz kommt man nicht so wirklich dran. Der Endgegner aus diesem Level gibt einen Schuss, womit man den einsammeln kann. Aber es gibt auch einen Trick, womit man das so holen kann, aber ich kann den halt nicht. Also dafür muss man noch üben, denke ich. Und ja, Speedrunner nutzen den halt, damit sie nicht das Level nochmal machen müssen. Aber wir machen ja hier keinen Speedrun. Den kann ich auch nicht. Also, ich bin Casual Gamer. Sollte man, wer den Kanal verfolgt, sollte das wissen. Ich zocke zwar relativ viel, aber so Hardcore-Speedrunner-Scheiße mache ich nicht. Dafür muss man ja auch viel üben. Cool anzusehen, gebe ich zu, aber ich habe dafür einfach keine Zeit, um das zu trainieren. So, wenn ich mich jeden Tag mit dem Spiel hier beschäftigen würde und nach einer Zeit würde ich das vielleicht hinkriegen, aber ich habe dafür einfach keine Zeit.
Beziehungsweise, ja, interessiere ich mich nicht für Speedruns, sagen wir es so. Ist ganz cool anzusehen, aber naja. Kann auch frustrierend sein, glaube ich, wenn man das nicht schafft. Oh, okay, Bunga Kuwanga ist gar nicht so einfach. Es sei denn, man hat seine Schwäche. Weil der haut, glaube ich, relativ viel Damage raus. So, da ist er schon. Der Spaß kann sich halt... Oh, man sieht schon, der hat relativ... Ich muss aufpassen, sonst sterbe ich. Ja, jetzt teleportiert er sich... Was? Ja, weil er sich relativ viel teleportiert, ist eigentlich einfacher. Weil er nicht so oft angreift. Naja. Bin da mit ein bisschen wenig Energie hingekommen, deswegen bin ich gestorben. Der ist gar nicht so einfach. Ich glaube, ich korrigiere meine Aussage von letztes Mal. Launch Octotoff ist nicht der schwierigste. Bunga ist, glaube ich, der schwierigste. Vor allem, weil der so viel Damage raushaut. Ja, wenn er sich... Alter, hör auf damit! Ja, also, obwohl, ich könnte es auch einfacher machen, indem ich hier einfach oben hin jumpe. Und die Raketen für mich arbeiten lasse, weil die halt instant verfolgen. Er ist nicht ganz so einfach. Also, er kann sich halt teleportieren und kann überall auftauchen. Das kannst du nicht so wirklich vorhersehen. So, aber vom Boomer Kuwanga kriegen wir was unglaublich Nützliches. Und zwar den Boomerang Cutter. Das ist die Waffe, womit wir den Herzcontainer uns greifen können. Ich würde auch sagen, den gönnen wir uns gleich, sonst vergesse ich das irgendwann noch. Einmal schnell das Level durchrushen und den Herzcontainer uns gönnen. Ja, das hat schon mal in Bombe geklappt. Mit dem Durchrushen. Komm, wirf das scheiß Ding nochmal hier hin. Hallo? Genau, das will ich sehen. Am besten, wenn ich volle Energie habe. Wow, diesmal hat es funktioniert. Ich staune über mich selber. Ah, scheiße. Ah, fuck. Wow. Ah. Alter, ich werde bei jedem Hit getroffen, bei jedem Schlag getroffen. Komm, der... Ja, das macht nicht genug Schaden, glaube ich. So. Ich habe zwar gesagt, der Schuss von Armadillo ist scheiße, aber dafür reicht er gerade noch. Ja, das dauert zu lange, bis die Raketen die erfassen. Drückt mich nicht unter diese Scheiße hier fest! So, gleich sind wir schon fast beim Herzcontainer. Ah, fuck, den Sprung schaffe ich nicht ganz. Da wollte ich zu viel. Was? Die sterben davon gar nicht instant. Jetzt ist die Waffe ja scheiße hierfür. Die sterben auch nicht instant. Komm, dann können wir auch den Buster nehmen. Der Charge ist mir dann doch lieber. Ja, ist gut, gut, gut. So, der Herzcontainer müsste gleich kommen. Ja, ist ja gut. Mann, ey, was ist denn los? Es klappt gar nichts. Mach den mal weg. So, jetzt habe ich die Ruhe. So. Egal, einfach die Leiter hoch.
So, dann mal die Waffe vom Bumba Kovanga. Ah, fuck, ich muss hier hin. Zack, und schon haben wir den Herzcontainer. Das Gute ist, wenn wir das Level einmal durchgespielt haben, können wir einfach auf Accept gehen. So, den Herzcontainer bei den Pinguin bekomme ich noch. Octopus habe ich alles. Spark Mandrill machen wir zum Schluss. Nee, Spark Mandrill holen wir uns jetzt auch schon. Das ist relativ am Anfang des Levels. Den Herzcontainer habe ich ja schon. Den kann man auch einfacher mit der Waffe vom Bumba Kovanga bekommen. Aber hier gibt es noch einen Energietank. Der muss irgendwo unten sein. Hier auf jeden Fall in der Gegend hier irgendwo. Ich glaube, hier unten kommt er, glaube ich, gleich schon, ne? Da ist er. Da müsste ich eigentlich mit der Waffe von Kovanga drankommen. Komm. Oder so. Wartet mal. An dem Ding muss ich rankommen. Das geht nur so. Man konnte die doch irgendwie nach unten schießen. Wie komme ich an den ran? So, geht doch. In einer da jetzt. Ah, so. Weil ich mich von der Wand abgeschützt habe, deswegen ging es nicht. Alles klar. So, haben wir den auch. So, dann stürzen wir uns auf den nächsten Maverick, und zwar den Chameleon. Der hat ein sehr, sehr cooles Artwork, wie ich finde. Schön mit seiner fetten, schleimigen Zunge. Ohne Schwäche wäre der auch relativ schwer. Was heißt schwer, aber nicht so ganz einfach. Wenn mir das RNG hold ist, ist er mit der Schwäche aber super, super easy. In den Level von Stick Chameleon gibt es auch ein zusätzliches Feature noch zu holen. Also, wir haben hier schon die Knieschoner. Und wir holen uns jetzt noch ein weiteres Upgrade! Dazu muss man hier hoch und einen kleinen Zwischenboss besiegen. Und zwar so eine kleine Art Mini-Roboter. Ich weiß gerade nicht, gegen was für eine Waffe der Schach ist. Ich glaube gegen Bumba Kovanga. Aber da das auch die Schwäche von Stink Chameleon ist, will ich die Waffe hier nicht vergeuden. Aber das RNG... Ja, wollte ich schon gerade sagen, wenn er nur in der Ecke bleibt und seinen scheiß Greifarm macht, dann ist mir das RNG hold. Aber viel kann der eigentlich nicht. Der kann bloß eine Menge einstecken. Aber ich glaube, der wird mit der Zeit schneller, oder? Problem ist halt, wenn der seine Arme noch an... nicht so ausgefahren hat, denn hier sieht man es, macht man keinen Schaden. So geht das halt. Die einzige Schwierigkeit an denen ist eigentlich, dass er relativ viel aushält. Ja. Okay, jetzt fängt er schon an zu dampfen. Ah, scheiße. Ah, da wollte ich zu viel. Ich will zu viel jetzt gerade. So.
Ja, er dauert halt ein bisschen länger, wenn man mit Buster macht. Er hat irgendeine Schwäche. Ich bin mir nicht sicher, ob es Banga Kubanga ist, aber muss ich jetzt nicht unnötig ausprobieren. Er ist super easy eigentlich. Ah, scheiße. Das sollte natürlich nicht passieren. So, weg ist er. So, als Belohnung gibt's Kapsel und einen neuen Bodypart. Ja, doch gleich seid schon, es gibt einen neuen Body Armor. Ja. Und er sagt es da schon, unser Schaden, den wir jetzt von Treffern abbekommen, ist um 50% reduziert. Das heißt, wenn wir zum Beispiel 4 HP verlieren, würden wir stattdessen nur 2 verlieren. Ist schon ziemlich gut. Deswegen kann es sich auch lohnen, hier früher hinzugehen. Ich wollte erst die Schwäche von Stinkermähen haben. So, und hier unten ist, glaube ich, der Herzcontainer. Jupp. Wir haben jetzt den unglaublichen Vorteil, dass wir schon Launch Octopus gemacht haben. Die Stages hier im Mega Man X verändern sich, wenn man bestimmte Mavericks schon erledigt hat. Zum Beispiel, wenn wir Launch Octopus noch nicht besiegt hätten, wäre hier kein Wasser. Und mit Wasser, wie wir wissen, ändert sich die Spruch. Okay. Ändert sich die Sprungdynamik, wollte ich sagen. Und wir können da leicht darüber springen, aber vergessen wir das mal erstmal. Wieso habe ich das eigentlich so risky gemacht? Wenn da kein Wasser ist, muss ich den Sprung so timen, aber wenn da Wasser ist, ist das doch überhaupt nicht nötig. Das war unnötig as fuck. Naja. Hier sind wir wieder. Ich muss jetzt bloß aufpassen, dass ich nicht Kinderhofer gehe. Ich habe, glaube ich, nur noch ein Leben. Oder? Ja. Das letzte Leben. So. Hier. Ihr seht schon, das ist relativ mit Wasser relativ einfach. Ich habe aber ein Problem, oder? Ah! Ich habe mich schon tot gesehen, aber es hat noch gut, ist noch mal gut gegangen. So. So, hier muss man halt ein bisschen aufpassen, weil hier von der Decke jetzt halt Steine runterrasseln. Und ab und zu. Ja. Jetzt mit dem Body Pant macht das nicht ganz so viel Damage. Nein, nur die Hälfte. Deswegen kann man sich mal ruhig ab und zu mal. Nein! Das darf natürlich nicht passieren. Wenn das passiert, das ist unglaublich bitter. So. Jetzt hört dieser scheiß Steinhagel zum Glück auf. Ah, ich hasse diese Birdies. Man sagt ja immer, Birds are Jerks. Im Mega Man trifft das absolut zu. Oh, da ist ein Leben. Das kann ich sehr gut gerade gebrauchen. Auch wenn ich schon einmal zu viele diesen Level gestorben bin. So, mit der Rüstung kommen wir jetzt relativ gut voran. Wenn ich sie nicht kaputt machen lasse, die geht halt nach einer Zeit kaputt, wenn ich zu viele Hits kassiere. So. Das sind noch die gefährlichsten Gegner, wenn man eine Rüstung hat. So. Komm, nimm mal wieder weiter mit. Wir sind noch nicht am Ende der Reise. Hau ab. Okay. Ach, es geht noch weiter. Ach, scheiße. Ich dachte, das Ding Chameleon kommt jetzt schon. Hau mal ab. Okay, meine Rüstung. Ich glaube, der hat unsere Rüstung sowieso geschrottet, weil viel konnte unsere Rüstung nicht mehr ab. Ah, jetzt kommt Sting. So, Waffe von Bunga Kuvanga.
coole Area auf jeden Fall hier. So, mal gucken, wie mir das RNG heute ist. Der kann dann kompliziert sein, aber wenn das RNG mir oh, scheiße. Mit mir heute ist, dann macht er ständig das Gleiche. Ah, fuck. Wenn ich ihn erstmal in meine... Genau. Jetzt... Ja. Wenn das passiert nämlich, dann... Ist das super easy. Ah, scheiße, habe ich getroffen. Ja, man sollte sich nicht ständig von den Stacheln treffen lassen. Ah, okay, jetzt macht er was anderes. Ah, ich bin gesprungen, ich Idiot. Aber ich treffe ihn noch. Ich darf nicht springen. Ich denke immer, ich treffe ihn nicht, aber die Waffe hat die Reichweite für ihn. So. Chameleon-Sting kriegen wir jetzt. Bam! Ja. Sieht ein bisschen unspektakulär aus. Alles ganz in Ordnung. Kann man mehrere Gegner gleichzeitig mit hitten, die auf verschiedenen Ebenen sind. Ja. Noch zwei Memoricks sind übrig. Um die kümmern wir uns dann im nächsten Part. Als erstes wird dann Storm Eagle dran sein und Flame Mammoth wird kurze Zeit später folgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao!